Was hätten wir da noch alles? Ausweich, Killmeister, genau. Ich will dauernd Skillmeister sagen, keine Ahnung warum. So, kluges Mädchen. Ja. So, aber wir haben noch immer nicht genug, um 3 Upgrades zu kaufen. Und bam, rein da. Hallo? Ach komm. Ich sollte hier echt nicht nach oben springen. Das führt sonst immer nur dazu. Und das ist nervig. Oh, das sieht so sick aus. Oh, das Seil brennt schon. Na gut, das brennt. Ja, brennen war es übertrieben gesagt, aber gut. Ach du Scheiße. Nein, ich wollte den Kopf erwischen. Oh, fuck. Oh. Oh, 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 oh. Was war das denn? Oh. Au. Au, shit. Oh. Holy crap. Ach Mist. Nein, du tötest mich gar nicht. Wo sind eigentlich die Pfeile? Die zieht er sich ja nirgendwo raus. Ich meine, what the fuck? Ist schön, was du willst, aber es interessiert mich nicht. Ach Mist, mein Aiming. Ach, come on. Verdammt. Ins Bein und bär. Nach bist. Huhuhu. Oh. Oh. Fuck. Steigklemmenantrieb, okay. Benutzen Sie das Seilaufstiegswerk? Ja, gut. Ach so, okay. Finde ich gut, finde ich gut. So, da ist Munition drin, das ist ganz praktisch. Und da ist auch noch Munition drin. Aber Bergungsgut haben wir hier nirgendwo. Nope. Na, dann gehen wir mal runter. Finden Sie Alex. Bin wieder da. Und vom College. Ja. Toad? Na geht doch. So, einer direkt mal Feuerpfeile benutzen. Was deckt er sich eigentlich? Das sieht richtig, richtig komisch aus, aber auch nur mit dem roten Licht. Alex, bist du hier drin? Komm schon, beweg dich, Alter. Ah, Alex, oh. Alex, bist du das?
Scheiße! Was machst du hier? Was ist los? Bist du okay? Ich sitze hier unten fest. Es sieht nicht gut aus. Die Tür ist blockiert. Aber mit dem Frachthaken kriege ich das hin. Halte durch, okay? Ich hol dich da raus. Okay. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Ja, ist klar. Ja, mit dem Frachthaken, ne? Autsch, ja. Das ging jetzt wie noch gleich? Lara, der Haken ist da! Ah. Ja, klar, macht Sinn. Ja, cool. Natürlich! Ja. Verdammt! Die Schiene ist blockiert. Ah, fuck. Ich muss irgendwie darauf, um sie freizukriegen. Oh, na, da wollte ich gar nicht reinlaufen. Ah, da haben wir was, okay. Ja, komm, und. Ja, das. Okay. Moment. Nein, das will ich gar nicht. Scheiße. Ja, das klappt so nicht. Wir können ihn auch ein bisschen herziehen. Jawohl, das muss klappen. Oder eben auch nicht. Ach komm. Falsche Position. Das muss ich nicht so weit nach drüben. Jetzt. Ach so, ich dachte, da kann man auch von der Seite ranspringen, na dann. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, herzukommen. Ich dachte, ich würde der Star in meinem verdammten Oh Gott. Okay, geschafft. So. Und jetzt zurück. So, rüber. Ah, ja, komm. Toll, das geht immer zu weit. Ah, klar. Okay. Boah, ja, okay, ist gut. So, und weiter als hier kommt, das nehme ich gar nicht. Also... können wir damit direkt in die Mitte gehen. So. So wie es halt eigentlich schon am Anfang war. Ja, es kommt. Boah. Und bam. Ja, ich treffe halt nicht. Voll gut. Na komm. Boah. Sehr gut. Was war's wohl mit der Tanzkarriere? Oh, come on! Was machst du denn?
nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Die anderen ziehen auf uns. Jetzt. Oh shit! Kehren Sie zum Militärbunker zurück, okay. Oh crap! Was? Okay, was genau müssen wir da machen? Was übersehe ich schon wieder? Ja, da ist ja was, das ist klar, das sehe ich ja, aber. Ach so! Boah! Lol, okay, das. Ja. Klar. Toll übrigens, wenn wir auf so eine scheiß Methangaswolke schießen, passiert gar nichts, aber wenn er darauf schießt, dann explodiert alles, ne? Es darf niemand mehr sterben. Ja, das ist ein guter Vorsatz. Moment. Wie genau kommen wir jetzt hier runter? Moment, wahrscheinlich, ja, darüber. Irgendwie. Frag mich nicht, wie, ist aber so. Ja, oder eben auch nicht. Hä? Ach so kommen wir nach oben, ich hab mich schon gefragt. So, jawohl, geht doch. Oh, das ist ewig lang. Sehr schön. Ah, gedrückt halten, ja. Hab gar nicht gelesen. Nice. Sehr schön. Das tut auch gar nicht weh am Bein. Nö, das. Nö. Das hält Lara aus. Na ja, dürfte reichen. So, okay. Handfeuerwaffe, alles klar. Und ja, das dürfte sogar sehr gut reichen. Dann noch für den Bogen. Na, scheiße. Ja, sehr gut, geflochtene Sehne. Bringt genau was an den geflochtenen Sehne, die den Schaden erhöht. Sehr nice. Und dann noch das hier. Napalmpfeile. Aufgeladene Feuerpfeile setzen beim Einschlag ein großflächiges Feuer aus. Frei. Ja. Ach, ich liebe meine Leseskills. Ich bemerke jetzt erst, dass ich das gedrückt halten muss und nicht spammen muss. Ja, so wie alles andere sonst. Ein altes Tagebuch. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden.
So, Forscher, Geheimnis der Insel. Sie haben etwas in den Klippen gefunden, ein altes Grab. Vielleicht finde ich dort Antworten. Antike Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. So, kehren Sie zum Lager der Überlebenden am Strand zurück. Na komm! So. Puh. Genau da runter. Ja, dadurch, genau. Was leuchtet da Schönes? Lass mich raten. Geocache. Ja, Geocaches. Oh. Nice. Ja, cool. Ah, da. Ach, wie genial es einfach mit dem Teil ist. Ultra cool. So. Wir können auch eigentlich einfach da unten lang. Ne, Moment, ich, Ach, wir sind ja erst hier, natürlich. Können wir eben nicht. Die Umgebung sah gerade einfach nur so ultra ähnlich aus. Genau das hier meinte ich. Ja, ultra ähnliche Umgebung kann man jetzt mal. Ja. Ja, nö. Ja. Okay. Wie genau kommen wir jetzt zurück? Ah, natürlich. Da gab's ja was. Sweet. Oh, moin. Ja, komm und... Oh, puh. Jetzt aber... Und... Holy shit. Ja. Warum nicht, ne? Oh, jetzt machst du es von alleine. Mal gespannt, wie erfreut sie sein werden, wenn sie mitbekommen, dass Alex nicht dabei ist. Geheimes Grab in der Nähe, aber das ist momentan egal. Und dachten. Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Reyes! Dann komm mir besser nicht zu nahe. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Hm. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara.
Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Mathias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Ach, Reyes. Fuck off. So Leute, und ich mache hier mal einen Schnitt. Klettern Sie zur Forschungsbasis hinauf. Ja, ich mache hier mal einen Cut und ich würde sagen, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.